wegen der Hausaufgaben. Ich am Montag schon gesagt habe, ich würde dich bitten, darauf zu achten. Papa? So hatte man sich Homeschooling nicht vorgestellt. Es fehlt die notwendige digitale Infrastruktur. Und es fehlt am Know-how, zu Hause wie in der Schule. Dabei wäre die vielbeschworene Digitalisierungsoffensive gerade jetzt nützlich gewesen. Letztendlich soll mit ihr alles besser werden. Mit Hightech-Geräten für jeden und kompletter Vernetzung im Unterricht von morgen. Doch sieht so die ideale Schule der Zukunft aus? Mithilfe neuer Studien wollen Forscherteams herausfinden, wie wir lernen und was Schülerinnen und Schüler tatsächlich zum Erfolg führen kann. Namen zusammen. Die Schule soll, nein, muss sich ganz neu erfinden, sagen die einen. Jetzt nach Lockdown und Homeschooling sei endlich die Chance, alles zu digitalisieren. Und in der Schule, da lerne man ja fürs Leben. Und das Leben, da sind sich viele ganz sicher, das wird voll digitalisiert sein in der Zukunft. Andere Meinungen allerdings tendieren eher dahin zu sagen, zu viel Technik zu früh in der Schule eingesetzt, das erschwert eher eine nachhaltige Vorbereitung für die Zukunft. Wer hat denn nun recht? Alles digital oder brauchen wir mehr als nur flinke Finger für die Gestaltung der Zukunft? Hardware wie zu Zeiten der Großeltern. Viele Schulen warten noch immer auf eine adäquate digitale Ausstattung. Auf Computer für Schüler und Lehrer. An den Universitäten gehört digitales Arbeiten schon seit Jahren zum Alltag. Auch die Mitschrift der Vorlesungen erfolgt meist digital. Welch ein Unterschied zu Lehrveranstaltungen an Universitäten in den 1970er Jahren. Aber hat der technische Fortschritt auch einen Fortschritt beim Lernen gebracht? Dazu ein aktuelles Experiment. Während eine Vorlesung projiziert wird, machen Studierende sich Notizen. Insgesamt nehmen 60 Probanden an dem Test teil. Die eine Hälfte benutzt Laptops. Die andere macht die Notizen mit der Hand. Ein Test wird später zeigen, wer die Inhalte der Vorlesung besser wiedergeben und die Erkenntnisse besser auf andere Problemstellungen übertragen kann. Wie wir neue Inhalte aufnehmen und wie unser Gehirn sie speichert, ist Gegenstand intensiver Forschung. Jede Information besteht meist aus völlig verschiedenen Sinneseindrücken. Im sogenannten Hippocampus werden sie bewertet, vor- und teilweise aussortiert. In einem zweiten Schritt speichert das Gehirn die Eindrücke parallel an verschiedenen Orten. Je aktiver das Gehirn dabei ist, desto mehr verfestigen sich die Nervenverbindungen. Nun wertet der Versuchsleiter die verschiedenen Aufzeichnungen aus. Erste Frage: Wie viel direkte Übereinstimmung gibt es zum Inhalt der Vorlesung? Die elektronischen Skripte enthalten knapp die Hälfte mehr Wörter als die handschriftlichen Aufzeichnungen. Zudem entsprechen die elektronischen Texte deutlich häufiger dem direkten Wortlaut der Vorlesung. Zweite Frage: Welche Gruppe hat mehr gelernt? Nach einer Woche steht der Test an. Zur Vorbereitung dürfen beide Gruppen ihre Aufzeichnungen benutzen. So, wir machen jetzt einen Inhaltstest. Der Test enthält sowohl Wissens- als auch Verständnisfragen. Das Ergebnis? Beim Faktenwissen schneiden die Studierenden mit elektronischen Notizen etwas schlechter ab. Der Vorteil von handschriftlichen Aufzeichnungen wird noch deutlicher bei Verständnisfragen. Die Lernergebnisse sind hier eindeutig besser.
Die Erklärung der Forschenden? Weil die Studierenden bei der Mitschrift per Hand langsamer sind, müssen sie die Inhalte schon während der Vorlesung zusammenfassen und mit Skizzen veranschaulichen. Beim Wiederholen der Inhalte, wie zur Vorbereitung eines Tests, werden die Zusammenhänge wiederhergestellt. Die an verschiedenen Orten im Gehirn gespeicherten Eindrücke werden nun zusammengefügt, wie bei einem Puzzle. Vorwissen und eigene Bewertungen kommen dazu. Das vollständige Puzzlebild wird wieder im Netzwerk der Neuronen gespeichert. Dies verstärkt erneut die Nervenverbindung. Vertieft also das Gelernte noch einmal. Die Sinneseindrücke beim Schreiben mit der Hand sind weitere Anregungen für das Gehirn, sowohl beim Aufnehmen als auch beim Wiederholen der Informationen. Mithilfe des räumlichen Eindrucks, wo steht was, kann das Gehirn Inhalte besonders gut abspeichern. Denn im Verlauf der Evolution wurde es für die räumliche Orientierung optimiert. Selbst das Schreiben auf einem Tablet hat nicht den gleichen Effekt. Es fehlt ein großer Teil der räumlichen Zusatzinformationen. In der Schule von heute hat die digitale Technik jedoch auch Vorteile. Beispielsweise zur Recherche im Internet, zur Darstellung komplizierter Sachverhalte oder zum Teilen von Inhalten. Geht es allerdings um den Lernerfolg, zeigt der Vergleich, dass die klassische Methode, das Lernen mit handschriftlichen Aufzeichnungen, im Vorteil ist. So. Zusammenhänge. Das Experiment findet heraus, dass wir am besten in Zusammenhängen lernen. Und wenn wir da handschreiben, da scheint unsere evolutionäre Grundausstattung ja einer totalen Digitalisierung ziemlich im Wege zu stehen. Und in der Tat, das Wort begreifen hat was mit greifen zu tun, also mit unserer Hand. Unsere Hand mit ihren vier Fingern und dem beweglichen Daumen ist ein Geniestreich der Evolution. Dank ihr können wir Dinge sehr genau greifen, können verstehen, um was es sich handelt. Also begreifen hat was mit Erkennen zu tun. Und je mehr wir begreifen und je mehr wir erkennen, umso besser können wir uns was vorstellen. Die Forschung ist sich inzwischen ziemlich einig darin, dass unsere Gehirnleistung in Zusammenhängen zu denken, aber auch neue Zusammenhänge zu entdecken, das heißt, neue gedankliche Verbindungen aufzubauen, zu lernen, ganz eng mit der körperlichen Fähigkeit des Begreifens zu tun hat. Bildschirme und Computer sind ja nur zweidimensional. Aber unsere Hand ist für das Begreifen in einer dreidimensionalen Welt gemacht. Also alles in der Schule digitalisieren und dann ist alles super, das stimmt ja wohl offensichtlich nicht. . 2020, nach den Sommerferien. Endlich wieder Unterricht, wenn auch mit Corona-bedingten Einschränkungen. Hinter den Schülerinnen und Schülern liegen Erfahrungen mit Homeschooling. Bei Delta 1 nehme ich irgendwie einen anderen Winkel eigentlich. Nein. Hier, doch, hier bei Delta 2. Du musst durch diesen Winkel den Winkel berechnen, das tue ich gerade. Eltern und Kinder von der Situation überfordert. Und Lehrer, die an der Technik scheiterten. Mit der Wiedereröffnung der Schulen kommt alles auf den Prüfstand. Die Diskussion um die fehlende digitale Ausstattung bekommt neuen Schwung. Für viele ist die Digitalisierung schließlich das entscheidende Thema, wenn es darum geht, die Schule und damit die Schülerinnen und Schüler fit für die Zukunft zu machen. Melbourne in Australien. Hier lehrt und forscht einer der bekanntesten Bildungsforscher weltweit, John Hattie. Ihn treibt die Frage um, was für den Lernerfolg tatsächlich entscheidend ist. An Schulen interessiert ihn das Zusammenwirken der unterschiedlichen Faktoren, die Einfluss auf das Lernen haben. Klassenräume
und Klassengröße, technische Ausstattung, Lehrkonzepte, die Art zu unterrichten und vieles mehr. Hatties Vorgehen: Er sammelt weltweit Studien über das Lernen an Schulen. Daraus leitet er die jeweiligen Rahmenbedingungen des Lernens ab und setzt sie in Beziehung zum Lernerfolg. Ein Beispiel: In einer Studie wird der Zusammenhang zwischen dem Faktor Klassengröße und der Lernleistung untersucht. Im Fokus steht die Auswirkung auf die Noten, nachdem die Anzahl der Schüler in der Klasse reduziert wurde. Alle Ergebnisse von Studien zu Klassengrößen fasst Hattie zusammen und berechnet daraus für den Lernerfolg einen Mittelwert. So verfährt er mit den Ergebnissen zu allen relevanten Faktoren. Auf der Grundlage von mehreren 10.000 Studien konnte Hattie über 300 verschiedene Faktoren vergleichen und deren Einfluss auf den Lernerfolg bewerten. Er ermittelte, welche Faktoren einen positiven Effekt auf die Lernleistung hatten und wie bedeutsam der war. Das Ergebnis hat er mit Hilfe einer Skala veranschaulicht. Als Durchschnittswert für alle Faktoren errechnete er 0,4. Das heißt, im Bereich darüber ist die Wirkung auf den Lernerfolg überdurchschnittlich gut. Unter dem Durchschnitt wirken die Faktoren wenig. Noch weiter darunter kaum. Oder sie schaden sogar dem Lernerfolg. In den Studien standen häufig folgende Faktoren im Fokus: Klassengröße, Lehrer-Schüler-Beziehung, Laptop-Einzelnutzung, gemeinsame Ziele und Visionen der Lehrpersonen oder das Online-Lernen. Im Ranking rangieren Klassengröße, Laptop-Einzelnutzung und Online-Lernen weit unter dem Mittelwert von 0,4. Lehrer-Schüler-Beziehung und insbesondere gemeinsame Ziele und Visionen der Lehrpersonen haben dagegen eine überdurchschnittliche Bedeutung. Das Ergebnis der Hattie-Studie relativiert die Bedeutung der Digitalisierung in Schulen. Denn erst wenn die Lehrkraft digitale Medien pädagogisch sinnvoll einsetzt, profitieren die Kinder beim Lernen davon. Insgesamt ist der Einfluss der lehrenden Persönlichkeiten auf den Lernerfolg überdurchschnittlich hoch. Fachkompetenz oder Klassenführung spielen allerdings eine überraschend kleine Rolle. Anders als Merkmale wie Klarheit und Glaubwürdigkeit. Noch wichtiger ist demnach die Einschätzung des Leistungsniveaus. Motiviert die Lehrkraft die Schülerin oder den Schüler, spornt das an. Der intensive persönliche Kontakt spielt eine besonders große Rolle. Dazu zählt auch der Austausch von Schülerinnen und Schülern untereinander, wie etwa bei Klassendiskussionen. Fazit: Die soziale Interaktion in den Schulen ist in fast allen Studien entscheidend für den Lernerfolg. Doch genau daran fehlt es während des Homeschoolings. Statt Interaktion soziale Isolation. Selbst wenn die Technik gut funktioniert, lassen sich zwar Informationen austauschen. Alles, was soziale Nähe ausmacht, lässt sich auf diesem Weg allerdings kaum vermitteln. Die Vermittlung von Empathie und Zuspruch braucht den persönlichen Kontakt. Was können wir daraus lernen? Die Schule ist eben nicht nur ein Haus, wo unsere Kinder morgens hingehen und wo sie dort mit Informationen versorgt werden. Die Schule, das ist eine der wichtigsten sozialen Plätze in unserer Gesellschaft. Das Zusammensein von Lehrenden und Schülerinnen und Schülern in der Auseinandersetzung mit dem dargebotenen Inhalt, das ist des Pudels Kern. Soziales Verhalten, gemeinsames Lernen und Verstehen macht aus Lehrerinnen und Lehrern ein Team und aus Jungen und Mädchen Persönlichkeiten. Computer können dabei helfen, aber am Ende ist es das Gespräch, die Diskussion, die menschliche Dimension der klaren,
glaubwürdigen und überzeugenden Kommunikation die Schule zum Erlebnis werden lässt. Die Welt ist nicht flach und elektronisch. Sie ist dreidimensional und wirklich. Und es kommt noch was hinzu. Unsere Lust an der direkten Erfahrung in Körper und Fantasie. Training für den wohl berühmtesten Studentenwettkampf der Welt. Das legendäre Boat Race. Oxford gegen Cambridge. Schon seit über 150 Jahren gilt, wer hier gewinnt, wird genauso gefeiert wie bekannte Wissenschaftler. Englische Elite-Unis und Schulen wie Eton gehören zu den weltweit teuersten, erheben aber auch den Anspruch auf absolute Spitzenbildung. Gleichzeitig betont die Schule, dass Sport ein wesentlicher Teil ihrer Ausbildung ist. Nur ein Relikt überkommener Traditionen? Britische Forschende wollen mit einer Studie herausfinden, wie sich regelmäßige Bewegung bei Kindern ab 11 Jahren auswirkt. Ihre schulische Entwicklung wird 5 Jahre lang verfolgt. So empfiehlt etwa die Weltgesundheitsorganisation eine Stunde Bewegung täglich. Doch das erreicht kaum ein Kind. In ihrer Studie betrachten die Forschenden 5000 Kinder von staatlichen Schulen in Großbritannien. Die Frage, lässt sich ein positiver Einfluss der Bewegungszeit auf das Lernen nachweisen? Für die Bewertung schließen sie andere Einflüsse aus, wie etwa den sozialen Status. Die Forschenden setzten die Bewegungsdaten der Kinder, wenn sie 11, 13 und 16 Jahre sind, in Relation zu ihren Noten in Sprachen und Mathematik. Das Ergebnis, Bewegung von mindestens einer Stunde täglich über einen längeren Zeitraum, wirkt sich positiv aus. Bis zu einer Notenstufe haben sich die Kinder verbessert. Lässt sich ein Effekt in der Hirnaktivität ausmachen, wenn sich Sport und theoretischer Unterricht abwechseln? Emil und Paul gehören zur Testgruppe eines Neurologenteams. Sie müssen zunächst Aufgaben in einem Grundschultest lösen. Es folgen Fitnessübungen, die den Puls hochtreiben und die motorische Koordination fordern. Anschließend müssen sich die Kinder erneut einem Test stellen. Die Ergebnisse sind in den meisten Fällen etwas besser als vor dem Sport. Die Bewegung hatte offensichtlich einen positiven Effekt. Nur wodurch? Die Forschenden vergleichen dazu die Hirnströme, jeweils gemessen unmittelbar vor dem Lösen der Aufgaben. Der Ausschnitt zeigt das Signal des Alpha-Kanals, ein Indikator für Entspannung. Die weiße Kurve gemessen vor dem Sport, die rote Linie danach. Durch den Sport ist die Entspannung erkennbar größer geworden. Und der Effekt der Entspannung wirkt sich offensichtlich positiv auf die anschließende Denkleistung aus. Beim Test ist hauptsächlich der vordere Hirnbereich, der Frontalkortex, aktiv. Bei Bewegung ist hingegen besonders der mittlere Hirnbereich, der motorische Kortex, in Aktion. Die Koordination beim Sport ist eine so große Herausforderung, dass dafür ein Großteil der Hirnkapazitäten beansprucht wird. Emil wäre jetzt sicher überfordert, von 1384 in 7er Schritten rückwärts zu zählen. Er kann sich nicht gleichzeitig auf Kognitives und Motorisches konzentrieren. Beim Musizieren stellt sich ein vergleichbarer Entspannungseffekt des Gehirns ein. Für Sophie eine effektive Methode, dem frontalen Kortex eine Pause zu verschaffen. Solche aktiven Pausen im Alltag helfen Sophie, sich besser zu konzentrieren. Auf Dauer ermöglicht der Wechsel aus An- und Entspannung der verschiedenen Hirnbereiche einen besseren Lernerfolg.
Kein Wunder also, dass berühmte Elite-Schulen großen Wert auf vermeintlich weiche Fächer wie Musik und Sport legen. Neben der musischen und körperlichen Bildung machen diese Fächer auch noch den Kopf frei für bessere Leistungen und bessere Noten. Jetzt kommt meine Lieblingsmoderation. Was den kostspieligen Privatschulen teuer ist, sollte doch eigentlich unseren öffentlichen Schulen billig sein. Denn schon Schiller wusste, der Mensch ist nur dort Mensch, wo er spielt. Und siehe da, Musik, Sport und Kunst, alles andere als weiche Fächer. Bei ihnen kann sich unser Gehirn entspannen und der Weg wird frei für neue Gedanken. Musik, Sport und Kunst, diese Fächer sprechen Qualitäten in den Schülerinnen und Schülern an, die was mit ihrer Persönlichkeitsbildung zu tun haben. Darstellung als Mensch unter Menschen, sich zu präsentieren. Im Wettstreit, allein und in der Gruppe als soziales und kreatives Wesen Fantasie entwickeln und ausprobieren. Das wäre dann eine Schule, die wirklich für das Leben lernen lässt. Und dass dabei beim künstlerischen, sportlichen und musizieren natürlich auch mal Fehler passieren, das gehört doch dazu. Aber dass deshalb die Welt nicht untergeht, ist womöglich der allergrößte Erkenntnisgewinn. Das traditionelle Klassenzimmer mit festen Tischreihen hat hier ausgedient. Die Freiräume sollen zum Austausch in der Gruppe ermutigen und geben dem Einzelnen mehr Freiheiten, sich selbst zu organisieren. Wichtige Kompetenzen für die Zukunft der Schülerinnen und Schüler. Viele fühlen sich wohl in der lockeren Atmosphäre. Doch wie gut können die Kinder so lernen im Vergleich zum klassischen Frontalunterricht, der sich in der Form seit den 1950er Jahren kaum verändert hat? Das ewig gleiche Muster, Vortrag und Übung. Bis heute. Ein Forscherteam untersucht den Lernerfolg durch verschiedene Lehrmethoden. In einer Studie vergleicht man Frontalunterricht, wie in dieser Gruppe, mit einem alternativen Lernkonzept. Anna, Flo, Luis und Stefan gehören zur Alternativgruppe. Sie sollen eine knifflige Matheaufgabe lösen, ohne dass sie schon das zugrunde liegende Rechenprinzip kennen. Die Aufgabe: Ein Basketballtrainer muss sich für das nächste Spiel zwischen zwei Spielern entscheiden. Welcher macht einen Sieg wahrscheinlicher? Spieler 1 traf in den letzten 5 Spielen relativ konstant. Spieler 2 spielte mal sehr gut, mal grottenschlecht. Es gilt zu ermitteln, wie groß jeweils die Streuung bei der Trefferquote ist. Den Durchschnitt schon von Spieler 2? Ich meine, Spieler 2 ist auch gut, aber er hat halt manchmal auch ziemlich. Die Alternativgruppe hat aus dem Unterricht noch keine theoretische Grundlage dafür. Man diskutiert die möglichen Herangehensweisen und testet immer neue Rechenwege, ohne befriedigendes Ergebnis. Den Forscher interessiert, wie diese Gruppe, trotz der gedanklichen Umwege und Fehler, im Vergleich zu der Gruppe abschneidet, die inzwischen das Rechenprinzip im Frontalunterricht gelernt hat. Stefan und Flo präsentieren schließlich 2 nach ihrer Meinung mögliche Rechenwege. Es sind erste interessante Ansätze. Sie scheitern aber letztlich daran, die Streuung mathematisch festzumachen. Erst jetzt erfahren Sie, wie man die sogenannte Standardabweichung berechnet. Nun können Sie die Frage korrekt beantworten. Welchen Spieler also sollte der Trainer einsetzen? Die Berechnung ergibt, dass Spieler 1 über 5 Spiele eine Streuung von 2 Punkten zeigt. Bei Spieler 2 beträgt die statistische Abweichung 13,2. Bei einem großen Rückstand würde der Trainer Spieler 2 einwechseln. An einem guten Tag gäbe es mit ihm zumindest eine Chance zum Aufholen. Während parallel die Alternativgruppe noch diskutierte,
wurden die Jugendlichen der anderen Gruppe schon gleich mit den mathematischen Grundprinzipien und Formeln der Standardabweichung vertraut gemacht und hatten nun Zeit zu üben. Beide Gruppen hatten bis zum abschließenden Test dieselbe Zeit zur Verfügung. Sie lernten nur auf unterschiedlichen Wegen. Der Test soll nun zeigen, welche Gruppe das Gelernte besser anwenden kann und beim Lösen ähnlicher Aufgaben erfolgreicher ist. Das Ergebnis: Sowohl bei Verständnis- als auch Transferaufgaben schneidet die Alternativgruppe besser ab. Für den Forscher ist klar, die Auseinandersetzung mit Irrwegen und Fehlern spielt eine entscheidende Rolle für den Lernerfolg. Und die Diskussion darüber schafft mehr Verständnis für das gesamte Problemfeld. Gehirnforscher kennen die Gründe dafür. Bei der selbstständigen Suche nach Lösungen sind viele Bereiche des Gehirns aktiv und vielfältige Verknüpfungen werden genutzt. Ist der Lösungsweg bereits bekannt, sind weniger Bereiche am Bearbeiten der Fragestellung beteiligt. Wenn Schülerinnen und Schüler also selbst nach Lösungen suchen und viel in der Gruppe diskutieren, fördert das die Flexibilität des Denkens jedes Einzelnen. So entwickeln sie Strategien, mit denen sie an neue Aufgaben gehen können. Erkenntnisse, die bei der technischen Ausstattung, der Digitalisierung und selbst bei der Architektur der Klassenzimmer maßgeblich sein sollten. Denn was nützt all dieses Wissen, wenn es keine Konsequenzen hat? Übrigens, nicht für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben. Dieser, ich geb's ja zu, oft missbrauchte Satz enthält eine tiefe Weisheit. Es geht um das Leben unserer Kinder. Und das Leben unserer Kinder ist auf die Zukunft ausgerichtet. Und die Zukunft, die ist offen. Gerade das Coronavirus, aber auch viele andere Herausforderungen zeigen uns ja die Unverfügbarkeit von Zukunft, die Unberechenbarkeit. Deswegen sind Fantasie, Offenheit, Kreativität und Mut wichtige Voraussetzungen, um Herausforderungen der Zukunft irgendwie zu bestehen. Und genau deshalb muss Schule den Schülerinnen und Schülern vor allem eines vermitteln, eine Kultur des Vertrauens. Vertrauen in sich selbst, in die eigene Urteilskraft, dass man sich mit Fragen beschäftigt, was ist eine verlässliche Informationsquelle, aber auch Vertrauen in öffentliche Institutionen. Die Digitalisierung kann uns dabei helfen, die richtigen Informationen zu bekommen. Aber bewerten und gewichten müssen auch unsere Kinder das alles selbst. Und dabei werden Fehler gemacht, aber aus denen kann man lernen. Und auch das können uns Computer mit ihren Bits und Bytes nicht abnehmen. Deswegen gilt auch bei der Digitalisierung in der Schule ein alter Spruch: der vom richtigen Maß.